Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. In diesem Video möchte ich zeigen, wie man mit einem alten Taschenrechner aus den 1970er Jahren programmieren kann. Das soll nur ein kleines Beispiel sein und dient als Ergänzung zu den Videos aus der Reihe Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler, zu der ich derzeit eine Vorlesung an der Universität Paderborn halte. Dort haben wir uns mit der Registermaschine beschäftigt und mit dieser möchte ich einmal die Taschenrechnerprogrammierung vergleichen, weil es sich bei der Registermaschine um ein theoretisches Modell handelt, aber eben keine echte Maschine. Dieses theoretische Konzept erklärt, mit wie wenigen Befehlen man im Grunde genommen auskommt, wenn man einen voll funktionsfähigen Computer haben möchte. Ich möchte hier einmal zeigen, dass man auch auf diese Art und Weise auch tatsächlich programmieren kann, dass diese Konzepte also nicht nur für ein theoretisches Modell taugen, sondern es durchaus praktische Implikationen gibt. Ein Beispiel, das wir uns in einem der letzten Videos angeguckt hatten, war ein Programm für die Registermaschine, mit dem wir die Summe beliebig vieler Zahlen berechnen konnten. Wir haben also eine Reihe von Zahlen auf dem Eingabeband, so wie wir das hier sehen. Hier stehen auf dem Eingabeband die Zahlen 9, 6 und 10. Die Eingabe wird abgeschlossen durch eine 0. Wir müssen hier irgendwie kennzeichnen, wo die Eingabe zu Ende ist, weil wir keinen Befehl haben, der abfragen kann, ob auf dem Band noch irgendetwas steht. Deshalb müssen wir das auf irgendeine Weise kodieren. In einem gewissen Sinn entspricht das der Eingabetaste, die wir auf der Tastatur drücken würden, wenn wir beispielsweise in einem Eingabefeld im World Wide Web etwas eingeben. Ausführlicher hatte ich das neulich in dem Video Summieren mit der Registermaschine beschrieben. Im Augenblick möchte ich die Befehle dieses Programms gar nicht noch einmal im Einzelnen durchgehen, werden uns aber gleich nochmal anschauen, was das Programm macht, bevor wir es dann auf einem realen Taschenrechner umsetzen. Hier sehen wir jetzt einen solchen Taschenrechner. Der erste programmierbare Taschenrechner, der HP65, wurde 1974 vorgestellt. 3 Jahre später erschien von Texas Instruments dieses Gerät. Es gab auch noch eine größere Variante davon, die noch mehr konnte. Das war der TI-59. Der TI-58 war das Beste, was ich mir leisten wollte, und auch der hat schon ganz ordentlich viel Geld gekostet. Er war gerade im Angebot, als das Nachfolgemodell erschien, und da konnte ich mir den dann auch endlich leisten. Dieses Gerät ist also wie gesagt 1977 erschienen. Wir sehen hier eine Tastatur, die sich deutlich von dem unterscheidet, wie wir das vom Computer her kennen. Denn es handelt sich gewissermaßen um eine fest verdrahtete Tastatur, wo jede Taste einem Befehl entspricht. Mit diesen Befehlen kann man natürlich direkt rechnen, ganz normal, wie man das von einem Taschenrechner kennt. Aber oben in der linken Spalte, in der dritten Zeile von oben, gibt es einen Befehl LRN, kurz für Learn. Damit kann ich den Taschenrechner in einen Lernmodus versetzen und anfangen, ihn zu programmieren. Die Befehle, die ich in diesem Modus eingebe, werden nun nicht mehr direkt ausgeführt, sondern sie werden gespeichert, um später ausgeführt zu werden. Die Ausführung starte oder beende ich dann unten mit dem Befehl RS, Run Stop. Dieser Taschenrechner ist in einem gewissen Sinne mächtiger als unsere Registermaschine, denn er beherrscht eine ganze Reihe von Befehlen, die unsere Registermaschine nicht kennt. Wir können hier zum Beispiel quadrieren, wir können Wurzel ziehen, wir können Kehrwerte berechnen, wir können auch potenzieren. Deshalb habe ich auch nicht das Programmbeispiel für die Potenzierung genommen, weil das mit dieser Maschine sehr langweilig wäre. Es wäre ja nur ein Befehl, den wir hier ausführen müssen, während wir bei der Registermaschine ein kleines Programm dafür schreiben mussten. Das Summationsprogramm ist daher immer noch ein ganz gutes Beispiel, auch wenn es ein sehr einfaches Beispiel ist. Auf eine andere Art und Weise ist dieser Taschenrechner allerdings auch beschränkter als eine Registermaschine. Denn unsere Registermaschine hat unendlich viel Speicherplatz und kann unendlich viele Befehle haben. Sowohl unser Programm als auch die Anzahl der Register sind also nicht beschränkt. Und das ist eben das, was eigentlich die Mächtigkeit dieser Maschine ausmacht. Weil sie potenziell unendlich groß ist, können wir beliebig große Programme schreiben. Wenn wir das nicht können, dann sind wir eben sehr wohl sehr schnell beschränkt, was auch die Komplexität unserer Programme angeht. Bei diesem Modell haben wir maximal 480 Befehle zur Verfügung oder 60 Register. Das Programm und die Register teilen sich aber den Speicherplatz. Je mehr Register wir haben wollen, desto weniger Platz haben wir für unser Programm und umgekehrt. In der normalen Konfiguration haben wir 240 Befehle und 30 Register, aber wir können gewissermaßen Befehle für Register opfern oder umgekehrt, je nachdem, wovon wir für das gegebene Problem mehr benötigen. Bei diesem Taschenrechner gibt es keinen Akkumulator, wie wir ihn bei der Registermaschine hatten. Hier ist das etwas anders umgesetzt. Man kann sich die Anzeige so etwa wie den Akkumulator vorstellen. In der Anzeige haben wir immer einen Wert stehen und mit diesem Wert können wir auch unmittelbar irgendwelche Rechnungen durchführen. Wenn wir beispielsweise etwas addieren wollen, dann können wir das in der Anzeige sehr gut machen. Wir könnten auch direkt in den Register rechnen, aber das wollen wir hier im Augenblick nicht nutzen. Um also die Vergleichbarkeit zur Registermaschine herzustellen, können wir das einmal so betrachten, als wären der Akkumulator der Registermaschine und die Anzeige des Taschenrechners so mehr oder weniger das gleiche. Was allerdings nochmal ein wesentlicher Unterschied ist, Vergleiche werden nicht mit diesem Akkumulator, also mit unserer Anzeige, durchgeführt, sondern mit einem speziellen Register. Es gibt hier bei dem Taschenrechner also ein spezielles Vergleichsregister, das nennt sich hier T.
Dafür sehen wir hier in der dritten Zeile von oben, zweite Spalte von links, eine Taste X gegen T austauschen. Damit kann ich einen Wert in dieses Vergleichsregister T hineinspeichern. X ist dabei das Anzeigeregister, also der Wert, der in der Anzeige steht. Und mit dem in T gespeicherten Wert kann ich dann später Vergleiche durchführen. Auf diese Weise können wir Vergleiche durchführen und damit Fallunterscheidungen vornehmen. Die hatten wir bei der Registermaschine in Form der Befehle Jump 0 und JGTZ, Jump Greater Than 0, kennengelernt. Sie ermöglichten es uns, unter anderem Schleifen zu erstellen, für die wir ja immer auch eine Abbruchbedingung brauchen. Hier verwenden wir also dieses spezielle Register T, mit dem wir immer nur den Wert in der Anzeige vergleichen können. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir hier bedingte Sprünge ausführen können. Wir haben hier bei der Registermaschine verschiedene Vergleichsmöglichkeiten, die wir weiter unten auf der Taste X gleich T und X größer gleich T sehen. Die entsprechen gewissermaßen unserem Jump 0 und unserem Jump, naja, gerade nicht greater than 0, sondern greater than or equal to 0. Aber hinreichend ähnlich ist das offenbar schon. So, jetzt wollen wir uns noch einmal dieses Programm vornehmen. Das war das Programm, das wir neulich geschrieben hatten. Wer das nicht mehr in Erinnerung hat, kann das noch einmal in dem anderen Video nachgucken. Load gleich 0 lädt eine 0 in den Akkumulator. Diesen Wert speichern wir dann mit Store 1 im Register 1. Dieses Register hatten wir für unsere Summe vorgesehen. Mit diesen beiden Schritten nehmen wir hier also die Initialisierung für das Register 1, also für unsere Summe vor. Das können wir bei dem Taschenrechner ganz entsprechend machen, indem wir den Wert 0 in Register 1 speichern. Das sind also schon die ersten beiden Befehle unseres Registermaschinenprogramms umgesetzt für den Taschenrechner. Der Store-Befehl wird hier mit den drei Buchstaben STO abgekürzt und Register immer mit zwei Ziffern angegeben. 0 STO 01 bedeutet also, dass wir die 0 in Register 1 speichern. Jetzt kommt ein weiterer Schritt, den wir hier bei dem Taschenrechner durchführen müssen, uns in der Registermaschine aber sparen konnten. Wir müssen in unser Vergleichsregister unseren Vergleichswert einlesen. Wir initialisieren also auch unser Vergleichsregister T, indem wir dort ebenfalls den Wert 0 hineinschreiben. Das geht mit diesem Austauschbefehl. 0 wird in die Anzeige geholt und dann mit dem Wert im Vergleichsregister ausgetauscht, sodass wir dort also jetzt eine 0 stehen haben. Mit diesem Wert können wir dann später vergleichen. Warum die 0? Weil das die Kennzeichnung für das Ende unserer Eingabe ist. So hatte ich mir das ja ausgedacht. Wenn wir ein anderes Zeichen zur Kennzeichnung des Eingabeendes hätten, müssten wir hier dementsprechend eine andere Zahl in das Vergleichsregister schreiben. Jetzt kommt im Grunde genommen die Eingabeaufforderung. In der Registermaschine lesen wir mit Read 0 das erste bzw. nächste Zeichen vom Eingabeband. Hier beim Taschenrechner sieht es so aus, dass wir das Programm anhalten, um dem Benutzer zu ermöglichen, eine Zahl einzugeben. Dazu schreiben wir zunächst einmal eine 0 in die Anzeige. Das können wir mit dem Befehl Clear machen. Dann ist die Anzeige sozusagen sauber. Es steht dort also nicht irgendein Wert, der früher einmal eingegeben wurde. Mit RS halten wir dann an. Wir haben ja hier kein Eingabeband, sondern lassen den Benutzer jetzt eine Zahl eingeben. Wenn er diese Zahl eingegeben hat, müssen wir, genau wie wir das links im Registermaschinenprogramm mit Jump 0.7 gemacht haben, gucken, ob der Benutzer eine 0 eingegeben hat. Wir fragen ab, ob x gleich t ist. In t steht ja 0 und x ist der Wert in der Anzeige, also der Wert, den der Benutzer gerade eingegeben hat. Wir gucken also, ob der Benutzer gerade eine 0 eingegeben hat. Wenn ja, dann müssen wir irgendwo hinspringen, nämlich an das Ende unseres Programms, wo wir nur noch die Ausgabe vornehmen müssen, weil dann die Eingabe beendet ist, denn der Benutzer hat keine weitere Zahl, die er eingeben möchte. Wenn aber nein, dann kommen jetzt unsere weiteren Befehle. Dann müssen wir nun zu dem gerade eingegebenen Wert, der jetzt bei uns in der Anzeige steht, in der Registermaschine steht er im Akkumulator, den Wert aus Register 1, also unsere bisherige Summe, addieren. Das machen wir mit den Befehlen plus recall 01. Was bei der Registermaschine das Load war, heißt hier recall, kurz RCL. Damit holen wir einen Wert aus einem Register heraus, plus recall 01 heißt also, dass wir zu dem Wert in der Anzeige etwas addieren, nämlich den Wert aus Register 1, und das ist unsere bisherige Summe. Solche kleinen Berechnungen müssen wir immer mit dem Gleichheitszeichen abschließen. Diesen gerade berechneten Wert müssen wir, genau wie wir das in der Registermaschine getan haben, wieder im Register 1 speichern, Store 01. Jetzt müssen wir wieder zurückspringen, um den nächsten Wert einzulesen. Jump 2 hatten wir in der Registermaschine gemacht. Wohin müssen wir nun zurückspringen? Der unbedingte Sprung heißt hier GoTo, kurz GTO. Am geschicktesten springen wir zu dem Clear-Befehl, denn der sorgt dafür, dass in der Anzeige wieder eine 0 steht. Anschließend hält der Taschenrechner mit RS die Ausführung an und der Benutzer kann einen neuen Wert eingeben. Wohin genau wir springen müssen, müssen wir gleich noch durch Zählen ermitteln, denn die Befehle sind ein bisschen anders durchnummeriert, als wir das von der Registermaschine kennen. Deshalb habe ich hier erst einmal die drei Pünktchen hingeschrieben. Jetzt müssen wir uns noch um den Teil kümmern, in den wir hineingehen, wenn oben in der vierten Zeile x gleich t gewesen ist, der Benutzer also eine 0 eingegeben hat. Dann wollen wir jetzt die Ausgabe tätigen.
Recall 01 holt den Wert aus dem Register 1 in die Anzeige und dann können wir mit RS die Maschine anhalten. Das ist also unser Haltbefehl. Wir haben damit jetzt, wenn denn alles funktioniert, wie ich das gerade behauptet habe, und das werden wir uns gleich angucken, ob es das tatsächlich tut, hoffentlich die Summe in der Anzeige stehen. In der Registermaschine hätten wir den Wert auf das Ausgabeband geschrieben. Hier haben wir kein Ausgabeband, man könnte allerdings tatsächlich einen Drucker an dieses Gerät anschließen und hier dann auch Print 01 schreiben. Jetzt müssen wir noch unsere Pünktchen ersetzen, die noch in dem Programm stehen. Dazu müssen wir überlegen, wo genau wir hinspringen. Um das nun ermitteln zu können, müssen wir jetzt genau wissen, wie denn die Befehle intern in dem Taschenrechner abgespeichert werden. Bei der Registermaschine ist Load gleich 0 ein einziger Befehl. Das ist bei dem Taschenrechner nicht so. Hier sind 0, Store, 0, 1, drei Befehle. Wir fangen auch hier bei 0 an zu zählen. Das heißt, die 0 steht an Programmstelle 0. Store steht an Programmstelle 1, 0, 1 steht an Programmstelle 2. Dann kommt 0, x gegen t austauschen und der fünfte Befehl wäre dann unser clear. Wir müssen also bei dem go to Punkt, Punkt, Punkt an diese fünfte Stelle springen, schreiben dort also die Adresse 5 hinein. Dann kommt an Stelle 6 das rs, an Stelle 7 x gleich t. Jetzt kommt eine Besonderheit. Die Adresse passt nicht in eine Programmstelle, sondern dafür werden zwei Stellen gebraucht. Das heißt, die Stelle 8 wird 0 sein und in Stelle 9 kommen jetzt die beiden letzten Stellen der Adresse. Plus recall 01 gleich store 01 go to, erster Teil der Sprungadresse, 0 wieder und dann die 05, die wir dort hineinschreiben wollen. Dann kommt das recall, das ist also jetzt Befehl Nummer 19, wenn wir mitgezählt haben. Dorthin wollen wir springen, wenn der Benutzer eine 0 eingegeben hatte. Wir müssen also oben eintragen x gleich t 019 und hier unten go to 005. Diese Art von Sprungadressen sind schon einigermaßen fehleranfällig und man kann sich da leicht vertun. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob das alles so klappt, ob dieses Programm auch tatsächlich funktioniert. Dann begeben wir uns jetzt also als allererstes in den Learn-Modus, um das Programm eingeben zu können. Wir beginnen jetzt damit, nacheinander alle Befehle abzutippen. Der erste Befehl ist 0 store 01, dann 0 x gegen t austauschen, clear und run stop. Jetzt kann der Benutzer seine Eingabe eingeben. Wir überprüfen, ob der eingegebene Wert gleich t ist, also dem Wert 0, den wir vorher in t gespeichert haben. Wenn das der Fall ist, springen wir in Schritt 019. Ansonsten addieren wir zu dem eingegebenen Wert den Wert aus recall 01 und beenden die Berechnung mit gleich. Wir speichern den Wert in Register 01, gehen zu Schritt 05. Recall 01, Run Stop und wir sind fertig. Das sollte unser Programm gewesen sein. Wir verlassen den Lernmodus und drücken einmal auf Reset, um an den Anfang des Programms zu gehen, können das Programm nun ausführen. Zunächst müssen wir einmal auf Run Stop drücken, damit das Programm losläuft. Nun können wir unsere Werte eingeben. Zum Beispiel 9, 6, 10 und zum Abschluss die 0. Das Ergebnis ist 25. Das heißt, zumindest für dieses Beispiel hat unser Programm funktioniert. Jetzt wollen wir uns noch einmal angucken, wie das Programm denn in seinem Inneren gewissermaßen aussieht, also wie es in der Maschine, in dem Taschenrechner gespeichert ist. Zunächst drücken wir wieder auf Reset, um wieder an den Anfang des Programms zu gehen. Wir können uns nun die Programmschritte im Einzelnen angucken. Wir sehen hier, dass der erste Befehl 0 ist. Das ist genau unsere Zahl 0, die wir dort geschrieben haben. Jetzt müsste der Befehl Store 01 kommt. Was steht dort? 4201. Hier sehen wir nun, wie ein Befehl wie Store als eine Zahl kodiert wird. Die erste Ziffer gibt die Zeile auf der Tastatur an, also Zeile 4. Die zweite Ziffer gibt an, die wievielte Taste es in der Zeile ist. Hier die zweite und auf der steht Store. 01 ist die Nummer des Registers. Gucken wir weiter. Dann kommt der Befehl 0, x gegen t, 3, 2. Dann kommt der Befehl clear, 2, 5 und run stop. 9,1. So können wir das Programm weiter durchgehen. X gleich T, das wäre in Zeile 6 die siebte Taste, 5, 6, 7, die obere Beschriftung, also 67. Dann kommt die Adresse auf zwei Speicherzellen verteilt, 0, 1, 9. Und so geht das Programm weiter mit den restlichen Befehlen, bis am Ende unser Recall 0,1 und das finale Run Stop kommt. Wir verlassen den Lernmodus wieder, drücken auf Reset und könnten das Programm erneut ausführen, wenn wir denn wollen.
Damit haben wir jetzt gesehen, wie man ein solches Programm für die Registermaschine gewissermaßen in der richtigen Welt programmiert hätte. Zumindest in den späten 1970ern, als diese Geräte für viele der erste Berührungspunkt mit der Programmierung waren. So richtig viele Leute hatten zu dem Zeitpunkt ja noch keine Computer zu Hause stehen, denn PCs waren da noch nicht so richtig en vogue, aber diese Taschenrechner hatten schon eine gewisse Verbreitung gefunden. Mit diesen programmierbaren Taschenrechnern konnte man dann schon eine ganze Menge machen. Aber wir sehen auch, dass das Programmieren dieser Geräte durchaus recht mühselig ist. Ähnlich wie bei der Registermaschine, also unserem theoretischen Konzept. Wir haben jetzt insgesamt gesehen, dass diese Registermaschine, so theoretisch sie auch ist und für uns auch nur als ein solches theoretisches Modell dient, durchaus einen gewissen Bezug zur Realität hat und wir gar nicht so ganz weit weg davon sind, wie man real existierende Geräte programmiert. Auch auf Computern gibt es die Möglichkeit, diese in sogenannter Maschinensprache oder in einem Assembler zu programmieren. Da ist man dann sehr nah an genau einer solchen Art von Programmierung, wie wir sie hier bei der Registermaschine und bei dem Taschenrechner kennengelernt haben. Das sind allerdings Ebenen, auf die wir im Rahmen dieser Veranstaltung bzw. Videoserie nicht weiter eingehen werden. Daher soll das hier auch nur ein kleiner Exkurs gewesen sein, ein kleines Schmankerl, ein kleiner Nerd-Alert. Falls jemand mehr zur Programmierung eines solchen Taschenrechners wissen möchte und welche Gedanken man sich beispielsweise zur Interaktion mit dem Benutzer machen kann, kann das gerne hier in den Kommentaren kundtun. Tschüss, bis zum nächsten Video.